Ja, mal wieder eine Vorstellung zu einem Wii-Modell und zwar ja zu diesem Wii Knife, das 719B, das Askaton schon seit einiger Zeit am Markt, dieses wirklich verrückte Teil. Design Elijah Isham, der hat einiges am Start. Bei Wii Knife, bei Kaiser Knife. Der macht ziemlich abgefahrenes Zeug. Und ich sag vielen Dank. Geht raus an Dirk Wanger, Messer und Co. Der hat mir wieder mal ein kleines Paket geschnürt mit ein paar Sachen. Unter anderem halt mit zwei Wii Knife Modellen. Und das erste, was ich euch zeige, ist halt das Askaton. Irres Teil. Rattern wir mal ganz kurz die technischen Daten runter, beziehungsweise die brauche ich gar nicht so runterrattern. Das wird geliefert, dieses Modell ist eine Limited Edition, müssen wir gleich gucken, auf wie viel das limitiert ist. Kleine weiße Umverpackung, dann so ein Magnet-Pappbox. Ich fand eigentlich die Täschchen, die haben mir eigentlich besser gefallen von Wii Knife als diese Pappkarton hier. Limited Edition. Jo, limitiert. Und darin innen liegen dann noch ein kleines Mikrofasertüchlein, Wii Knife. Und hier diese Karte, so ein Zertifikat von Wii Knife. Da seht ihr das ja alles. Da haben wir die Limitierung des Modells. Ich habe hier die Carbon Fiber Variante, gibt es auch glaube ich noch in komplett Titan. Hier könnt ihr ja mal kurz auf Pause drücken, also durchaus langes Modell. Sehr viel Titan, M390 sagte ich ja schon, Keramikkugellager. Viel Titan Hardware und irre ist das Gewicht von 86 Gramm bei diesem Modell. Sehr schönes Zertifikat, immer schön. Sollte aber auch dabei sein, finde ich. Bei dem Preis dieses Messer, ich glaube, das liegt preislich bei um die 380 Euro. Also extrem viel Holz. Da könnte auch die Umverpackung durchaus noch ein bisschen edler daherkommen, finde ich. Jo, aber das Messer allein, das spricht schon in seiner Harpienart eindeutig für sich selbst. Ein irres Teil. Obwohl es durchaus filigran daherkommt, beeindruckend in seiner Erscheinung, und damit meine ich gar nicht so das Design, weil das ist auf jeden Fall ein Schlag in die Fresse, da guckst du sofort zwei und drei und auch viermal hin und dann willst du es auch mal anpacken und befummeln. Das ist schon extrem, aber es ist wirklich sehr lang, dieses Messer. Klingenstärke 4 mm, das ist auch nicht ohne, Millimeter weniger hätte es auch getan, meiner Meinung nach. Verschiedene Ebenen, da wurde ja mehrfach, wie gesagt, dieses Messer jetzt schon seit einiger Zeit am Start, da wurde ja einiges schon zugesagt, dem kann ich auch nicht viel hinzufügen, es wurde halt wirklich gesagt, dass was Serienfertigung angeht, auf den Maschinen etc., da hat Wii Knife einfach mal seine Muskeln spielen lassen und gezeigt,
was es so drauf hat und das wirklich auf beeindruckende Art und Weise. Und wenn ich jetzt das 2018er Line-Up von WeKnife sehe, dann bin ich auch wieder hoch beeindruckt. Die haben tolle, tolle Sachen am Start. Viele Kollaborationen wieder mit Messermachern. Sehr, sehr hochwertig. Da erwartet uns wieder einiges von WeKnife. Man hat halt das Gefühl, man hat gar nichts in der Hand. So leicht ist das mit den 86 Gramm. Für mich ist das Eskaton wirklich, wirklich ein Sammelstück. Natürlich kannst du dieses Modell auch tragen und benutzen. Damit kannst du schneiden. Klarer Fall ist natürlich nicht der beste Worker. Müssen wir auch nicht drüber reden. Ja, da ist ein Chris Reeve Messer doch ein ganz anderer Schnack. Schneiden tut es natürlich auch, aber in mannigfaltigen Punkten hat das hier natürlich seine Nachteile. Aber nicht nur die Limitierung an sich, sondern dieses Design, das mag man potthässlich finden oder halt auch ultra steil und ja, für Design museumswürdig, die Aufnahme zumindest. Das ist wie gesagt alles Geschmackssache. Ich denke, das ist wirklich ein Collection Piece. Das ist was für die Sammlung. Da kannst du dich durchaus auch dran erfreuen, wenn du es mal in die Hand nimmst, dich über die super saubere Fertigung freust und dann auch über den Spielspaß, denn der Flipper funktioniert astrein. Überhaupt ist das Messer ganz, ganz sauber eingestellt. Über den Liner Lock, der hat 1,2 mm Stärke. Hier alles ganz, ganz fein wieder angebracht, dezent. M390 Stahl. Die Limitierung haben wir ganz, ganz dezent. Das macht WeKnife einfach super. Der Clip schön ins Griffdesign integriert mit den vielen Durchbrüchen. Ganz, ganz dünner Liner Lock, aufgeschraubt in die Platine hier. Wie gesagt, ein Mix aus Titan und Carbon Fiber, mehrfach erwähnt, unglaublich leicht, speziell angepasste Achshülse und Achsschraube, ja, und dann natürlich die Klingendurchbrüche, die verschiedenen Phasen, das ab Serie, das ist schon ganz geil, was WeKnife hier abliefern. Für mich ganz klar, die rocken das Business momentan. Das ist schon ganz cool. Überhaupt, dass so vieles jetzt so clean ist. Man findet durchaus taugliche, normalere Designs, aber auch das irre Zeug ist dabei. Das finde ich schon ganz geil. Ja, wie gesagt, Collection Piece, toll für die Sammlung, aber auch schön zum Spielen abends auf der Couch und sich daran erfreuen, dass man hier. Ja, also als Fan von solchen technisch beeindruckenden Messern ist das ja durchaus eine Wahl, eine Option, die für viele interessant sein könnte. Hier dieser integrale Aufbau, Eskaton, Ishem, Logo, Design, das sieht schon ganz geil aus. Geiles, geiles Teil. Ich bin ganz, ganz ehrlich, ich würde es mir nicht kaufen, dafür ist es mir zu teuer. Wenn es mir mal ganz günstig auf dem Zweitmarkt über den Weg läuft, und mit günstig meine ich so 200 € darunter, und ich gerade die Knete dafür habe, dann würde ich es mir überlegen. So 380 € wäre mir persönlich ein bisschen zu viel dafür. Trotzdem muss ich sagen, dass die Erscheinung und auch die Verarbeitung, ich drücke es jetzt mal ein bisschen blöde aus, so ein Messer dürfte die meisten mehr beeindrucken als ein Sebenza von Chris Reeve. Und das finde ich schon hoch beeindruckend. Aber auch dieses Messer, das brauchte bei mir einige Zeit, bis es so wirklich eingeschlagen hat. Und dauerhaft halte ich es natürlich auch für das bessere Messer, keine Frage. Trotzdem, wenn es so Ersteindruck geht und mal angucken und anfassen und fühlen und überhaupt, da ist dieses Modell hier doch extrem beeindruckend, das Eskaton. Ja, die Phasen, Materialstärke, da hatte ich glaube vorne ziemlich genau 0,7
Millimeter, vielleicht ein bisschen drüber und hinten war es sehr ähnlich. Von der Materialstärke tut sich da also nicht viel. Also eher stabil aufgebaut. Wie gesagt, schneiden tut es natürlich scharf, out of the box ist es, gar keine Frage. Aber die wenigsten, ich denke wirklich, die wenigsten werden das Teil ja, dabei haben, benutzen, vor allem dauerhaft nicht. Vielleicht mal für einen Tag oder so, wenn überhaupt, aber das ist schon ein Collection Piece. Sehr, sehr cooles Teil. Von daher vielen, vielen Dank. Geht raus an Dirk. Bei Interesse, Link zum Bezug findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es auch hier Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Das ist der Linerlock in seiner Erscheinung. Der steht doch eine Ecke über. Zumindest bei meinen dicken Fingern hier in der Mulde, obwohl die Ergonomie ansonsten gut ist, fühlt sich in der Hand viel besser an, als man denkt. Durchaus sogar angenehm, drückt dieser Liner hier, der Edelstahl-Liner, und ich finde ihn ein bisschen scharfkantig, das finde ich nicht so gelungen. Außerdem sind die Fräsungen hier vorne nicht komplett identisch, da sind leichte Abweichungen, also halt nicht absolut perfekt. Sei einfach mal erwähnt, fällt einem gar nicht groß auf, aber es sei einfach mal erwähnt, dass es auch da durchaus immer mal wieder leichte Fertigungsschwächen gibt. Und das Carbon Fiber, das ist, ja, ich finde es ganz schön, aber von der Struktur, von der Ausstrahlung, da würde noch mehr gehen, sage ich jetzt einfach mal. Ansonsten geiler Flipper, irres Design, ist schon ein cooles Teil und ich bin wirklich, auf euer Feedback jetzt zum Eskaton gespannt, was ihr davon haltet. Ich kann mir vorstellen, dass der Großteil sagt, was ein Scheiß. Und ein paar andere werden sagen, absolut geil. Und die Wahrheit liegt mal wie immer so irgendwie in der Mitte, ne? Okay, alles klar. Das war's dann von mir. WeKnife Eskaton hier mal im Vergleich zum Exorzist wesentlich länger. Noch mal ein Para rangehalten. Ist schon ein HPM-Sturzflug. Sehr beeindruckend. Alles klar. Das war's dann von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.